Sandra is back. Deutschlands erfolgreichster Pop-Export aus Saarbrücken ist wieder da. Nach der Geburt ihrer Zwillingssöhne legte sie eine 6-jährige Karrierepause auf Ibiza ein. Nun kehrt sie wieder zurück ins Rampenlicht. Ich hatte ganz einfach wieder Lust dazu. Die Anfragen waren sehr hoch von meinen Fans. Und man hat mir wirklich die Tür eingerannt und ich habe mich dann auch wieder entschlossen, wieder auf die Bühne zu gehen und habe auch richtig Spaß wieder daran. Sandra Lauer vor 16 Jahren. Mit Hilfe ihres Lebenspartners und Produzenten Michael Cretu landet sie mit Maria Magdalena einen Mega-Hit, wird zum Stern am Pophimmel über Nacht. Das war mein erster Riesenhit und ich meine, man kann es nicht vergleichen mit der Musik, die ich heute mache, denn damals habe ich Musik für Teenies gemacht und heute eher auch Musik für Erwachsene, was auch meinem Alter entspricht. Die Liste ihrer einstigen Hits ist lang. Nun soll endlich im Januar ihr neues Album Wheel of Time auf den Markt. Mit knapp 40 will Sandra wieder zurück an die Spitze der Charts. Gefühlvoll und altersgemäß. Sandra is back.